Ja. Ja, das ist dieses Angeben, ich stehe über euch. Oh Gott. Im Grunde ist es wirklich eine Person, die nicht zu beneiden ist. Und ich begründe das auch mal. Ich persönlich hatte sehr, sehr spät Taschengeld. Und wenn ich was hatte, musste ich mir halt überlegen, ob ich mir dafür irgendwie mal Pommes hole oder ob ich für ein Spielzeug spare oder irgendwas. Ich wusste, dass meine Eltern nicht viel Geld haben. Und ich wusste, mehr Taschengeld ist nicht drin. Ich habe ja schon versucht zu verhandeln, aber war eben nicht, ne? Und wenn man nicht lernt, dass bestimmte Sachen Grenzen haben und wenn man auch nicht lernt, dass man für 150 Euro normalerweise arbeitet, ein Azubi, ein ganz normaler Azubi im, ich sag mal, ersten, zweiten Lehrjahr, der hat Berufsschule und der hat Arbeitstage und an diesen Scheiße. Arbeitstagen arbeitet der 8 Stunden. Und der verdient so wenig, dass er sich seine Miete leisten kann, ein bisschen zu essen. Und wenn er dann noch 150 Euro übrig hätte, wäre er glücklich. Ja? So ist die Situation von den Auszubildenden. Und da so eine normale Lehre oder Ausbildung in der Regel ja 3 Jahre geht, ja. Ich und Majestiva kommen noch aus der Generation, da gab es keinen Mindestlohn für Ausbildung. Ne. Bei der Post war man vielleicht noch ganz gut dran. Ich habe ihn beneidet, als er mir damals gesagt hat, was er verdient hat. Ich hatte ungefähr die Hälfte. Ich hatte 480 Euro und dann 640. Ja, zum Schluss aber auch fast 1000 oder so. Nein, ich hatte Nee? 480 im ersten, 640 im zweiten und ich habe die Ausbildung um ein Jahr verkürzt. Hattest du Kindergeld? Ja. Ja, siehst du? Meine Eltern haben das Kindergeld für sich behalten. Auch wo es in Berlin gewohnt hat. Ja, weil meine Mutter war irgendwie der Meinung, das Kindergeld steht ihr zu, bla bla bla. War aber nicht so, und wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich auch nicht so arm gewesen. Ich habe ein paar Euro Wohngeld dazu bekommen, weil ich so arm war. Und ich bin froh, dass ich bei meinem Freund unterkommen durfte, der jetzt neben mir sitzt und mein Ehemann ist inzwischen. Weil ohne ihn hätte ich diese Zeit nicht überstanden. Ich hätte mir keine Wohnung leisten können. Und das ist wirklich Glück, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Es ist wirklich ganz viel Glück und aber auch ganz viel Arbeit, dass eine Beziehung so lange hält. Denn am Anfang ist man ja noch total verknallt, aber mit der Zeit muss man ja tatsächlich mit diesem Menschen, mit seinen Leben. Macken, mit seinen Ängsten, mit seinen Eigenschaften, muss man ja, man muss sich ja erstmal kennenlernen und gleichzeitig muss man schon miteinander klarkommen. Also da ist nichts mehr mit Beschnuppern, wenn man schon zusammen wohnt. Dann habe ich das nur Es noch war ertragen. schwer. Ja, es gab wirklich Situationen, da habe ich mich selber zusammengerissen und habe gesagt, okay, wenn du dir jetzt mit diesem Typen verscherzt, ist deine Ausbildung zu Ende. Dann ziehst du wieder zu Hause ein. Einerseits setzt einen das ganz schön unter Druck, ja, klar. Das ist der Liebe jetzt nicht so richtig förderlich. Aber andererseits, wenn man gezwungen ist, dass Oh. man sagt, man geht gut miteinander um, man entschuldigt sich, wenn man doof war. Man putzt auch mal die ganze Küche, wenn man sich entschuldigen Das will. möchte ich mal gern bei dir sehen. Ich habe neulich die Küche geputzt. Und Ja, wenn du das einmal im nochmal Jahr. sagst, beiß ich dir in den Arsch. Einmal im Jahr. Aber wie ihr seht, wir sind jetzt weit, weit über. Oh Gott, wir sind weit über 14 Jahre zusammen. Ja. Also es hat sich gelohnt, dass man miteinander Es hat sich klarkommen gelohnt. muss. Es hat sich gelohnt, dass man sich gegenseitig Entschuldigung sagt und dass man sich auch gegenseitig mal richtig aushört. Guck mal, das ist eine Insel. Eine Insel, Und eine Insel. wie oft habe ich ihm das Ja. Herz ausgeschüttet und habe gesagt, du, und ich bin ganz ehrlich, wenn ich das zu dir sage, das und das ist los, bitte änder das, bitte nimm mich hier, wie ich bin, bitte verstehe, meine Kindheit war nicht immer so richtig einfach. Ich habe da, wie jeder andere auch, so ein, zwei Punkte, wo ich ein bisschen vorschädigt bin. Na, ich kenne deine Was mir Mutter. auch schwer fällt, jeder Mensch hatte schon Situationen. Oh, ist das schön mit dem Mond? Kannst du mal ganz kurz draufhalten?
Jeder Mensch hatte schon Situationen, in denen er Hami, wirklich. Hami, Hami. Ja, ich bin da schon ruhig. Kurz davor war, seinen aktuellen Partner zu töten. Und ich will jetzt nicht sagen, dass so eine Situation gerade ist. Aber wie ihr seht, ja, ich schütte mein Herz aus. Er macht hier lalalala. Ja, andere würden ihrem Partner dafür die kalte Schulter zeigen, aber liebe Frauen, es bringt nichts, den Mann zu ignorieren. Er freut sich darüber. Das ist so eine Insel, wo das Schiffswrack wahrscheinlich wieder ist. Und man kann ihm nur sagen, jetzt halt die Fresse, ich will ausreden. Ja, Wenn mach man doch. sich gut kennt, kann man das mal machen. Ansonsten kann man sagen, weißt du, du hast mich gerade echt verletzt. Ich würde dich auch nicht unterbrechen, wenn du dein Herz erschütterst. Auch wenn es öffentlich ist und immer peinlicher wird mit der Zeit, aber trotzdem. Ja, ich weiß, du wolltest die Schwere rausnehmen, brauchst du auch nicht erzählen. Kenn dich ja. Ich Ja. wollte ja nicht rauschen. Ich Also, denke Leute, ja noch kommt nicht mal nach. miteinander klar. Menschen sind eigentlich schon so gemacht, dass sie Gruppentiere sind und auch in Gruppen klarkommen, mit denen sie nicht so gut klarkommen. Ja, das ist schon eine Insel, oder? Stellt euch ab und zu vor, die Leute vor 500 Jahren, die waren aufeinander sehr stark angewiesen. Die haben in großen Familien zusammen gewohnt. Allein die Vorstellung mit meiner Oma, mit meiner anderen Oma, mit allen möglichen Tanten und Onkel zusammen zu wohnen, die löst bei mir so ein bisschen Stress aus. Aber damals musste man auch mit allen klarkommen, weil ansonsten wäre man alleine gewesen. Aber du bist ja vorgeschädigt von der Familie, Und also. in einer Beziehung ist im Endeffekt genau das Gleiche in klein. Wenn man es nicht schafft, sich zu vertragen und Kleinigkeiten, so was wie das er mich gerade unterbrochen hat, wenn man die nicht ganz schnell wieder vergisst und sagt, hey, tut mir leid, komm, lass uns vertragen, lass uns umarmen, bevor wir ins Bett gehen. Ja, wir hatten auch schon Wochen, da haben wir wirklich jeden Tag gestritten. Auch weil irgendwas Blödes auf Arbeit passiert, weil nimmt man den Stress mit nach Hause, das macht man ja nicht mit Absicht. Aber dann muss man sich halt erklären und sich entschuldigen. Ja. Oh, er ist an einem Bäumchen. Ja, bei großen Streitpunkten, das ist schon eine andere Sache, ne? Wenn einer von beiden fremd geht, dann ist auch irgendwann der Bogen überspannt. Aber wenn es nur um Schokolade geht oder Pudding, dann muss man halt ehrlich sein, du Schatz, kommst gerade nach Hause? Sorry, ich hab den Pudding weggefressen. Und dann klimper ich mit den Augen und sage, ich bin schwanger, sorry. Aber ich hole dir nachher einen neuen. Na, das möchte ich sehen, dass du nochmal rausgehst. Ja, Sonntagabend ist ein bisschen schwierig mit Pudding. Also ich hab den da nicht weggegessen. Weiß ich, habe ich schon gesehen, ich habe schon gut beobachtet. Nein, nein, die Lösung ist einfach ehrlich sein, ne? Nicht so wie bei GZSZ. GZSZ ist eine ganz, ganz schlechte Sache, wenn es um Ja. Beziehungstipps geht, weil die lügen sich ja nur an. Für mich ist das so Nee. eine. Seid ehrlich, entschuldigt euch, wenn ihr Blödsinn macht. Wer das schaut, kann sich über sein Gehirn verdummen. Und wenn der andere wirklich sauer ist, dann versucht doch auf seine Gefühle einzugehen. Und bei wichtigen Themen zum Beispiel, ich war am Anfang so, ich habe gesagt, ich will keinen Mann, der raucht. Was Heigen mir sucht, den bestaussehendsten Mann in Berlin, ja, der aber auch ordentlich geraucht hat. Ich habe ihm tausendmal gesagt, ich will keinen Mann, der raucht, ich will keinen Mann mit Bart, jetzt sitzen rauchender Mann mit Bart neben mir. Einfach weil wir so viel Stress hatten, dass er sich nicht rasieren konnte, aber ich würde ihn dafür niemals anschreien und sagen, ey, du bist eklig. Auch das mit dem Rasieren mache ich noch. Ja, er hatte mir das versprochen und ich sehe ein, wenn man viel zu tun hat, geht das nicht alles perfekt? Das muss man wissen. Eine Beziehung ist nicht perfekt. Eine Beziehung ist sehr oft ein Kompromiss aus, ich kann nicht leiden, ich kann nicht ein bisschen leiden und manchmal hasse ich dich auch. Ja, nein, Das würde vielleicht. einem aber auch passieren, wenn man mit seiner Mutter zusammen wohnt oder wenn man mit seiner Schwester zusammen wohnt oder wenn man mit seinem besten Kumpel zusammen wohnt. Man hat immer Konflikte, weil ein Mensch also manchmal durchaus egoistisch ist, ne? Ja. So ist es. Diese Sachen, die man so sieht, mit der Zahnpasta zu bin ich zu drehen. Das ist Pillepalle-Scheiße. Also, das ist wirklich Pille-Palle meiner, ja? Der lässt die Fenster zu, wenn er kocht, damit wir hier schön Schimmel hören. Der lässt das Licht immer an, damit wir auch schöne hohe Stromrechnung haben. Also, meiner kostet richtig, ey. Und heute ging der Alarm in der Küche an, weil er gekocht hat, was ich sehr super fand, aber da muss irgendwas ganz, ganz Kleines auf dem Herd gewesen sein, was so durchgeschmort ist.
Also vielleicht ein Klecks von einer alten Soße oder so. Ja. Also Und dann ist der Rauchmelder an dir gegangen, die wegen Insel fast. mache ich noch und dann gehe ich auch in meinen Ja. lang ersehnten, in meinen Eisurlaub. Also seid schön lieb zueinander und wenn es mal nicht klappt, entschuldigt euch ordentlich. Ist egal, bei wem ihr euch Streit holt. Versucht die Leute, die ihr kennt und die ihr nicht kennt, nicht blöd anzumachen, weil das sind auch alle Menschen mit Gefühlen, mit Problemen, wo vielleicht jemand gestorben ist, wo vielleicht die Familie scheiße ist. Ich habe auch schon erlebt in meiner Familie, dass da manche Situationen sehr egoistisch von anderen behandelt worden sind, wenn ich gesagt habe, ey, mir geht's nicht gut und die haben trotzdem auf mir rumgehackt. Also, ja, aber das sind alles menschliche Schwächen. Seid froh, wenn ihr anders seid. Es ist nicht gewöhnlich, dass jemand ausgeglichen ist und ein guter Mensch durchweg. Ich erwische mich manchmal auch bei Gedanken, wo ich denke, boah, Nadine, ey, so dafür müsstest du dich jetzt schämen. Aber ich habe mir zumindest angewöhnt, Ehrlichkeit und zu versuchen, wenn ich sehe, dass es jemand nicht gut geht, dass ich ihm die Last nicht schwerer mache. Das war so ein Spruch aus dem Gottesdienst, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Aber dass man halt die Bürde vom anderen nicht noch schwerer macht. Man weiß einfach nicht, was da los war, ob der in der Kindheit was richtig schlimm mit erlebt hat, ob der Chef ihn angeschrien hat oder irgendwas. Weil Menschen haben die einfach so schlecht.